Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute zeige ich ein weiteres Case-Unboxing für das iPhone 6. Es handelt sich hierbei um das Candy Shell aus dem Hause Speck. Wie wir hier schon sehen können, ist es ein Case in Schwarz. Die Oberfläche des Cases ist glänzend. Da muss man sich das gleich mal anschauen, wie es mit Fingerabdrücken ist oder womöglich Kratzern. Speck wirbt hier damit, dass es Militärstandard entspricht und auch Falltests unterzogen wird. Das möchte ich mit meinem Gerät natürlich jetzt nicht ausprobieren. Ansonsten ist hier noch der Hinweis, dass es im Labor getestet wird, um täglichen Unfällen widerstehen zu können. Und des Weiteren gibt Speck auch ein Jahr Garantie auf das Case. Nehmen wir jetzt das Ganze einmal aus der Verpackung raus. Und dann gucken wir hier nochmal, was hier für ein Hinweis ist, für einen Hinweiszettel. Machen wir das einmal auf. Ich vermute, es ist jetzt nichts wirklich Besonderes, sondern es handelt sich hier lediglich um die Garantiebedingungen. Diese sind ausschließlich in Englisch. Ansonsten gibt es kein weiteres Zubehör. Schauen wir uns das Case einmal selber an. Die Rückseite, wie schon erwähnt, schwarz glänzend. Muss man mal schauen, wie es halt mit Kratzern ist. Auf den ersten Eindruck sieht man schon, wenn man mit dem Finger drüber wischt, Fettspuren, Abriebspuren. Aber das, wie es halt bei vielen glänzenden Oberflächen so ist. Ich nehme jetzt einmal mein iPhone, stecke es rein. Und auf den ersten Eindruck gefallen mir direkt zwei Dinge an diesem Case. Einmal, was ja sicherlich viele kritisiert haben beim Original Apple Case, sind die Ports unten komplett ungeschützt. Das haben wir hier nicht. Der Kopfhöreranschluss ist separat frei, dann ist der Lightning Port separat frei und der Lautsprecher separat frei. Der Power Button ist, wie ihr sehen könnt, gut geschützt, lässt sich aber dennoch sehr gut drücken. Genauso ist es mit den Laut-Leiser-Tasten und der Silent-Button ist halt offen, aber man kommt sehr, sehr gut dran. Man bricht sich jetzt nicht irgendwie einen Fingernagel ab, weil man da nicht drankommt. Die Kamera ist auch frei. Und der zweite Vorteil dieses Cases, was mir halt sehr gut gefällt, ist, der Schutz geht ums Display komplett drumherum. Ist auch erhöht, das heißt, ihr könnt ganz bequem das Case mit dem Display nach unten auf den Tisch ablegen und das Display liegt jetzt nicht direkt auf der Tischplatte auf, sondern durch diese Erhöhung schwebt es halt quasi in der Luft. Wir werden das Case dann die nächsten 3 Monate einmal näher unter die Lupe nehmen im Alltag und melden uns dann mit einem Update zurück, um mal halt zu schauen, wie kratzempfindlich das Ganze hier ist. Wie der Zustand nach 3 Monaten dann ist. Ansonsten, das soll es jetzt erstmal mit dem Unboxing zum Speck Candy Shell gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und falls ihr noch nicht Abonnent unseres Kanals seid, dann drückt doch bitte auf den Abonnieren-Button und falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt den ganzen einen Daumen hoch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal.